Ja, mein Vater ist ja quasi Gründungsmitglied. Als Paul Huhn hat er hier jahrelang mitgefahren und da hat er mich einfach mal mitgeschleppt. Ich glaube, es war 1998 und, oder noch früher, ich weiß gar nicht mehr genau. Und da habe ich Blut geleckt und hatte auch früher schon eine Carrera-Bahn bei meinen Eltern im Schlafzimmer über dem Bett hängen. Und da ist das wieder gleich aufgeflammt, dieses Fieber, das Carrera-Bahn-Fieber, und seitdem bin ich eigentlich dabei. Mein Bruder wurde von dem Scotty mitgeschnackt. Und dann kam mein Bruder abends zu mir und meinte, oder am nächsten Tag, und meinte, du musst da mal mitkommen. Ich habe da was, das ist unglaublich. Die spielen da mit Carrera-Autos noch besser als wir. Und dann haben mein Bruder und ich uns eine Carrera-Bahn zugelegt, eine kleine, und in der Garage aufgebaut. Und ja, so ging das dann los. Ich glaube, dass Björn mich mal mitgenommen hat und gefragt hat, ob ich mal beim Rennen mitfahren möchte. Mit Björn und ich, wir hatten uns irgendeine billige Carrera-Bahn gekauft und im Garten damit mal gespielt. Und der ist, glaube ich, über Andreas dann bei der RCCO gelandet und hat mich dann mal mitgenommen. Und seit der 7. Schulklasse sind wir zusammen zur Schule gegangen. Und seitdem kenne ich ihn halt. Ja, mein Bruder ist der Techniker, der baut auch tatsächlich die Autos komplett. Und bei der Wartung, da übernehme ich mein Auto auch selbst. Das funktioniert auch ganz gut. Volker ist fürs Marketing zuständig. Ich muss nur fahren, da bin ich sehr dankbar drüber, weil technisch habe ich das nicht so drauf wie die beiden. Und mit Eldert habe ich einen sehr starken Teamkollegen und Jan ist halt ein sehr starker Schrauber. Und auch so verstehen wir uns super. Also meistens baue ich die Autos und Eldert macht dann so Feinheiten, die ich schon fast nicht mehr sehen kann dann, weil er besser gucken kann und ein ruhigeres Händchen hat. Eine Zeit lang waren mein Bruder und ich als Hatton Motors ein reines Hatton-Team. Und dann gab es aber die Vorgabe der RCCO, auch dass ein Teil des Teams aus dem Promi- oder aus dem Journalisten- oder aus dem Medienbereich kommen soll. Und da mein Bruder Ingenieur ist und ich Buchbinder im Handwerk, passte das nicht und wir waren auf der Suche. Und dann bin ich mit dem Volker Paulun, der bei Speedpool-Redakteur ist, zusammengekommen. Und ja, seitdem sind Volker und ich ein Team. Ja. Meine damaligen Teamkollegen haben aufgehört und da war ich sehr froh, dass ich adäquaten Ersatz gefunden hatte mit den Hattons. Eldert ist natürlich ein saustarker Fahrer, ist ja schon zweimal Meister geworden, hat auch technisch was drauf und kann Jan dann unterstützen und da haben wir ein gutes Paket. Und es ist einfach menschlich, passt es auch gut. Das war einfach Spaß. Also wir sind ja nicht nur hier, um zu gewinnen. Wir wollen auch hauptsächlich Spaß haben und das klappt einfach super. Also durch die RCCO ist tatsächlich eine Freundschaft entstanden und da bin ich sehr dankbar für. Und ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt zusammen fahren, 15 Jahre. Und dadurch, dass wir auch zusammen Ausflüge machen, da zu den RCCO-Rennen, zu DTM und so weiter, da hat man viele Anknüpfungspunkte und es passt einfach super. Unser langjähriger Teamkollege Walter hat ja aufgehört, hatte keine Lust mehr so richtig und da haben wir mit Carsten, der hatte dann Interesse und dann haben wir gesagt, wir versuchen das mal und ja, passt super in die Gemeinschaft rein und versucht jetzt auch noch seinen Sohn hier so ein bisschen mit rein zu muscheln und ja, das passt sehr gut. Boah, ich finde, das ist schon eigentlich eine tolle Sache für so einen super Rennstall an den Start gehen zu dürfen, dessen Farben benutzen zu dürfen, die Leute da zu kennen. Also eigentlich kann man da ein bisschen stolz drauf sein, finde ich. Man findet die halt gut, die Autos. Ne? Also das ist jetzt nicht ein Auto, was ich mir leisten könnte. Aber ich finde, sie bauen sehr, sehr, sehr hübsche Autos.